So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. In dieser Folge gucken wir natürlich als allererstes mal wieder, wie viel Leben Toad diesmal für uns hat. Ja. Ah, 5, okay. Hat man jetzt gerade mein Handy gehört? Das hat gerade irgendwelche Geräusche von sich gegeben, glaube ich. Oder? Na, egal. So, was gibt's denn hier noch? Da fehlt definitiv. Gibt's definitiv soweit erstmal nichts. Aber hier dann natürlich. Okay. Haben wir hier alles? Nein. In der Honighüpfer-Galaxie fehlt noch so einiges. Und zwar genau gesagt sogar alles. Dann gehen wir mal da rein, würde ich sagen. Silberstern im Honigbienendorf. Wie die aussieht. Ich finde die Musik auch irgendwie lustig. So, du sagst uns jetzt bloß wieder so irgendwas wie da sammel den Bienenpilz ein oder was auch immer. Oder noch trivialere Sachen. Na, okay. Dann springe ich halt erst. Also geht doch. Gibt's da was? Nein, kann ich da draufstehen? Kann ich tatsächlich, bringt aber nichts. Zumindest so auf den ersten Blick nicht. Und auf den zweiten und dritten auch nicht. So, aber da können wir jetzt einfach dran rumkrabbeln. Huch! So, also geht doch. Okay, und dann darüber fliegen. Halt. Na, lass auf dich drauf springen, danke. Das funktioniert gar nicht so leicht mit dem Pilz. Kann ich da lang? Nein? Na gut. Mario, alles in Ordnung? Vermutlich nicht. Gibt's da noch was? Nein? Nein, sieht nicht danach aus. Na dann. Okay, vermut mal, wir wollen hier nicht ins Wasser. Oh, ups. Ich habe gerade beinahe vergessen, was diese Pflanze da macht. Ah, und ich sehe da eine Röhre. Mist. Na gut. Weg mit dir. Also jetzt nochmal. Das war aber schon wieder ziemlich knapp beinahe. Achso, hier drin gibt es eh nichts Besonderes. Na gut. Aha, schon mal ein Leben, ein Sternteil und noch ein Sternteil. Ich hätte ehrlich gesagt sogar mit weniger als einem Leben gerechnet. Also dann halt eben mit drei Sternteilen, logischerweise. Okay, wo will ich denn jetzt eigentlich lang? Oh, ich glaube, da oben sieht der Weg relativ richtig aus. Und so will ich hier lang? Keine Ahnung. Na, komm. Dann halt nicht. Nein, hier gibt es tatsächlich nichts, wie es aussieht. Na gut. Da wollte mich das Spiel doch einfach mal wieder verarschen. Ah. Hoch da. Danke. Da, knapp schon wieder. Okay, verdammt. Lass mich da raus.
Okay, das war schon wieder ziemlich knapp. Das habe ich jetzt warum auch immer noch überlebt, aber es bringt mir nichts, ich muss eh wieder da runter. Ich brauche die Biene. Das Bienengedöns. Sonst falle ich einfach durch die Wolken durch. Und das wäre jetzt irgendwie suboptimal. Moment, da unten war nichts mehr. Okay. Können wir da auf den Luftballons? Ja, nein, nicht so wirklich. Und wie hoch komme ich da? Ah, nicht so wirklich hoch. Auf, lass los. Okay, jetzt sieht es verdammt unübersichtlich aus, aber ich habe jetzt immerhin schon mal einen silbernen Stein gefunden. Und das da oben will ich auch. Okay, eins. Da, Nummer zwei. Ich wette, hier wird irgendwo eine Kometenmünze versteckt sein. Das sieht ganz danach aus. Ich habe allerdings bisher nicht die leichteste Ahnung, wo die sein könnte. Vielleicht da unten? Nein? Na, oh, verdammt. Also nochmal zurück. Ja, wobei, vielleicht nehme ich auf dem Boden noch was. Auf dem Boden der Tatsachen. Na. Weg mit dem Teil. Okay, da hinten könnte definitiv noch was sein. Hier nicht mehr, wie es aussieht. Dann springe ich mal da eben schnell mit einem halbwegs gekonnten Sprung rüber. Das war verdammt knapp übrigens. Okay. Ich will irgendwie nach da oben. Ah, Moment. Aha. Aha. Sehr gut. So, dann brauche ich nur noch wieder so ein Honigpilzgedöns da, oder? Ah nein, ich glaube, es geht auch ohne. Guten Tag, ich bin jedes Mal erfreut, eine Jungbiene begrüßen zu dürfen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Etwas juckt an meinem Rücken. Könntest du dir das einmal ansehen? Ja, ich bin eine Jungbiene. Die Biene Mario. Hatten wir ja schon mal. So, wenn ich es noch richtig weiß, hatte die... Boah, knapp. Wenn ich es noch richtig weiß, hatte die einfach nur einen Silberstein am Rücken kleben. Nein, 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 nein. Das war schon wieder so verdammt knapp. Und die sieht irgendwie flauschig aus, finde ich. Die sieht sogar ziemlich flauschig aus. Fast schon zu flauschig. Okay, also, dann besiege ich jetzt erstmal die ganzen Gegner noch hier. Also, falls sich die ganzen Gegner dann besiegen lassen. Danke. So, und dann, ja gut, da fehlen jetzt noch so ein paar Käfer, aber die lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Dann will ich auf jeden Fall nochmal da hoch. Oh, okay. Oh, das fühlt sich sehr gut an. Kann ich hier auf dem Kopf liegen? Nein? Schade. Ja, jetzt fehlt aber immer noch ein Stern. Ich frage mich, wo ich den jetzt übersehen habe. Wir werden ihn noch finden. Ich bin mir ziemlich sicher. Vielleicht doch da unten noch irgendwo? Nee? Nee. Vielleicht auf der Rückseite von dem ganzen Gebilde. Mist.
Okay, also nochmal nach oben. Oder ich gucke mich einfach nochmal unten um. Gibt's hier denn noch was? Nee, da komme ich nur noch da oben. Ganz unten. Nö. Nee. Auch nicht. Falsche Richtung. So wollte ich die Kamera drehen. Irgendwo muss da noch was sein. Entweder bin ich wirklich verdammt blind. Oder der Stein ist einfach nur ziemlich gut versteckt. Kamera drehen hilft auch nicht. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Also mehr als sonst. Ah, okay. Hat sich erledigt. Ich wette, den hätte ich schon mal sehen können. Na dann. Auf nach oben. Ein weiteres Mal. Und her mit meinem Stern. Zum Glück hat das nicht lang gedauert. Nur 12 Minuten. Ja, okay, 11, wenn man jetzt den Anfang weglässt, sondern rein die Levelzeit. So, die Sammlung sieht komplett aus. Oder? Nein, da fehlt noch was. Da fehlen sogar noch viele Sachen. 3 Stück. Da, da und da. Wahrscheinlich noch eine Feuerblume, ein Stern und noch was. Eine Feuerblume, ein Stern und ich hab's vergessen. Egal. Bleib einfach bei meiner sehr präzisen Angabe von eine Feuerblume entstanden und noch was. Okay, können wir da gleich nochmal rein? Nein. So, dann geht's jetzt entweder in die Kettenhundfabrik oder zur Glitzerschrandgalaxie. Ich glaube, ich will zuerst in die Kettenhundfabrik. Danke. Weil die relativ unterschiedlich sein dürfte, verglichen mit der Honiggedöns da Galaxie, wo wir gerade waren. Die Heimat der goldenen Kettenhunde. Ja, darf ich? Oh, daran erinnere ich mich noch. Wenn ich mich noch an eine Galaxie erinnere, dann war sie entweder ziemlich gut oder, und das ist das Wahrscheinlichere, ich war ziemlich oft da drin. Okay, also so wäre das schon mal nichts. Immerhin weiß ich, was ich machen muss. Und ich weiß auch jetzt schon, wie wahnsinnig lustig das werden wird. Also gut, da oben sehe ich immerhin schon. Mist. Nochmal. Halt. Aua, nein, nicht runterfallen, Mario. Danke. Ach ja. Nein, das war nicht so geplant. Okay, jetzt habe ich immerhin. Okay, also ich hatte die Kometenmünze. So ungefähr.
Also gut, nochmal. Oh, ich sehe da hinten auch noch ein Leben. Aha, na also geht doch. Auf diese Weise müsste ich die alle, über die alle drüber kommen, oder? Ja, wenn ich es nicht gerade vollständig verkacke. Na gut. Wunder mit dem Ding da. Dann kommen die immerhin da ums Eck rum. Nein! Verdammt. Also gut, ich lasse das Leben einfach Leben sein. Hätte ich vielleicht gleich von Anfang an machen sollen. Jetzt muss ich nämlich schon wieder die Kometenmünze einsammeln. Ja. Okay, na also. Dann nochmal. Weg mit dem Teiler, dann rollen die Kettenhunde da rum. Und ich muss schon mal hier draufstehen. Na also, geht doch. Und genau das müssen wir jetzt einfach noch ein paar Mal machen. Leider. Das wird nämlich nicht leicht. Besonders später dann, wenn es noch komplizierter wird. Was macht er da bloß? Lasst es krachen! Was? Ah, ja. Jetzt weiß ich auch, warum der andere fragt, was macht er da bloß? Okay, ich will natürlich zuerst wieder da rein. Da gibt's nämlich wieder irgendwas umsonst. Entweder Gegner leben oder Münzen. Gegner, Gegner, Gegner. Okay, raus. Ja, das war ja mal besonders erfolgreich wieder. Oh, das war knapp, aber es hat gereicht. So, jetzt muss ich allerdings noch was gucken. Um, in Frieden sterben zu können. Nein, da gibt's nichts. Okay, also, ich bin immer in Frieden gestorben. War also gar nicht mal so falsch, meine Vermutung, dass ich dann in Frieden sterben werden kann. Immerhin kann ich jetzt nochmal da rein. Vielleicht gibt's nochmal ein paar Leben, jetzt wenigstens. Eins, zwei, drei. Ein Leben, zwei Leben. Danke. Okay. Gut, also nochmal. Ich weiß jetzt, dass ich da hinten nicht hochkomme. Also kann ich auch in Frieden sterben. Nein, eben nicht. Ah, Schüttelklappzeugs. Und Gegner, die mir nicht so zusagen wollen. Die muss ich von der Seite irgendwie erwischen. Ja, zum Beispiel so. Okay, alles klar. Jetzt, wo muss ich weiter? Ah, so. Ah, so. Oh, Mist. Okay, noch eine Runde. Es wird. So, jetzt einmal schütteln. Und es geht weiter. Das müsste jetzt die Stelle sein, an der ich ungefähr 2 Millionen Versuche gebraucht habe. Oder so. Ja. Genau wegen solchen Geschichten. Weil man da Schalter drücken muss. Und zwar genau zur richtigen Zeit. Ich will auf jeden Fall vorher die ganzen Gegner loswerden. Ansonsten könnte das nämlich etwas problematisch werden. Hier gibt's, keine Sperrkraft. Oder doppelte Sperrkraft oder was auch immer. Okay. Das wird auf jeden Fall lustig hier. Das kann ich schon mal versprechen. Was gibt's hier? Nix. Na gut. Okay, halt, jetzt will ich erst noch mal gucken, ob es hier noch was gab. Nein? Na gut.
dann stehe ich mal da drauf. So, der Kettenhund kommt darüber. Hinterher. Dann muss ich da drauf stehen. Schon mal weiterrennen. Bis nach da. Dann im richtigen Moment auf den Schalter. Das war genau, wenn er da drauf kommt. Ansonsten wäre es entweder zu früh oder zu spät. Das war knapp. Und dann... Ah, okay, das war's schon. Okay, dann hatte ich hier wahrscheinlich wieder so ein Folgedings da im Kopf. Weil das war jetzt eigentlich leicht. Oder ich habe mich einfach nur beim letzten Mal verdammt blöd eingestellt. Und was ist da hinten? Moment. Das muss ich jetzt doch noch wissen. Ach so, einfach nur... die Umrandung von der Galaxie oder wie auch immer. Na gut. Ups. Zum Glück hatte ich noch ein Leben. Also so ein Energie. Noch Energie. Das wollte ich sagen. Stand dann kann ich immerhin gut. Naja, aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Nein, noch nicht. Na gut, also dann halt noch nicht. Okay, immer noch nicht. Ah, ja, wir haben mal wieder Brief wahrscheinlich wieder. Oh. 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 Okay, also. Ihr wisst schon mal, was wir in der nächsten Folge machen. Und ich würde aber auf jeden Fall dann mal sagen, ich beende die Folge jetzt endlich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.